Werteste Ungläubige, es sind jetzt 500 Jahre vergangen, da habe ich, Martin Luther, das Papsttum und seine Katholiken gebrandmarkt, weil ihre gottlose Tyrannei die Gläubigen gequält und misshandelt hat mit dem Verlust von Hab und Gut, mit dem sie sich loskaufen mussten von ihren Sünden. Das feiert ihr heute alle im Reformationsjahr mit Selbsttäuschung. Wenn ihr euch tyrannisieren lasst von der neuen Kirche Internet und der Sekte Apple und Google, das Netz ist doch die neue Religion geworden, die nicht mehr den Glauben an Gott verteidigt und verbreitet, sondern nur noch den Glauben an Daten und Hass und an Falschheit. Und so sehr seid ihr hypnotisiert davon, dass keine Ampel und kein Straßenlaternenmast und kein Auto einen jungen Menschen aufhalten kann, der in sein Handy starrt. Das Selbstverständnis des modernen Menschen habt ihr doch zurückgegeben an ein Silicon Valley. Wer geht denn noch auf andere zu, wenn er mit ihnen Kontakt aufgenommen hat im Netz? Wer trifft denn wen, wenn er seinen Chatraum verlässt? Da ist eine Angst vor Vereinsamung, wenn man mal leibhaftig einen Menschen trifft. Da ist eine Angst vor Vereinsamung, wenn man wirklich einmal sein Handy aus der Hand legt. Und diese Angst benutzt der Staat, indem er den Gläubigen ihre Freiheiten raubt, mit Totalüberwachung und wahlloser Fahndung im Geiste alter katholischer Inquisition. Und wenn dieser Staat die Chaträume und Facebook und WhatsApp und Twitter abgreifen will, die neuen Beichtstühle der Menschen sind, das hat der Kirche mal viel Macht gegeben, indem sie von den Menschen mehr wusste dadurch, wie die über sich selber wussten. Und indem sie erpresst haben, indem sie ihnen angedroht haben, ihnen das zu verraten, was sie von sich nicht mal ahnten. Im Jenseits bekam man dafür Floskeln, die einem das Fegefeuer ersparen sollten. Im Diesseits bekommt ihr heute dafür Floskeln, die das Seelenheil versprechen und Sicherheit vorgaukeln. Hört doch endlich mal rein in die aktuelle Politik. Einmal erhebe ich Martin Luther meine Stimme. Na, nicht schon wieder. De servo arbitrio. Dazu, dass der freie Wille nichts mehr sei in der eiligen Schrift des Internet, in der die Melkuh-Mensch am Schädel nicht mehr weiß, wie er am Arsch gemolken wird, in der er ausgesaugt wird von eigenen Daten und persönlichen Informationen. Und so sehr seid ihr beschäftigt mit eurer Selbstdarstellung im Netz, dass ihr schon froh seid, wenn die Datenabgreifer euch zurückholen auf den Boden und euch sagen, wie ihr heißt, wo ihr wohnt, für was ihr euch interessiert. Die Freiheit des Geistes und der Gedanken, die war mir einmal angelegen. Dafür wurde ich vogelfrei. Vogelfrei sind heute nur noch die Daten. Früher hat man seine Seele verkauft, heute nur noch die Daten. Das Internet wird zum Ballermann der Vernunft und der Freiheit, in dem jeder sein kann und jeder fallen lässt des anderen Scham. Man soll die Macher von Facebook und Amazon und Apple und WhatsApp zerschmeißen und erstechen und hauen, öffentlich oder rechtlich oder geheim, wie man kann, als wenn man einen tollen Hund totschlagen muss. Oh, Entschuldigung, das habe ich gesagt zu den Bauern 525. Im Netz wird jeder sein eigenes Gesetz und jeder seine eigene Kirche. Jeder verbreitet nur noch seine eigene Christlichkeit und jeder betet und himmelt sich selber an, je mehr er von sich im Netze findet. Und man findet alles im Netz. Wie einer ist, wann er es ist, wo er es ist, wie er es ist und wie er es wieder ausgeschissen hat. Die Göttlichkeit der menschlichen Entleerung wird doch hier neu definiert. Und da man keine anderen Götter neben sich haben soll, ist der andere natürlich nur noch einen Dreck wert. Ich habe mich aufgelehnt gegen den Papst, dem die Menschen untertan waren. Ihr feiert mich und spielt im Netz selbst den Papst, der sich übt in Hass und mentaler Vernichtung der anderen, während ihr geistig vereitert
Im Netzskandal trink dich raus. Ach, Gott, verfaul doch gemeinsam, du.